Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, guten Morgen, liebe Zuschauer, guten Morgen, Werner. Einen schönen guten Morgen, lieber Michael. Ich begrüße alle Zuschauer. Jo, heute haben wir uns wieder zusammengefunden, wie bei unserem letzten Interview angekündigt, zu dem Thema AgilCare Pro. Und zwar in der Wahrnehmung und auch bei vielen Anrufen immer mehr Einrichtungen, auch Firmen, die mit der Medizin, dem medizinischen Bereich nichts zu tun haben, schaffen sich AgilCare Pro an. Ich finde das okay. Für mich tut sich natürlich die Frage auf, warum beschäftigen sich medizinische Laien in diesem Kontext mit diesem Thema? Und schaffen sich diese Geräte an. Werner, wie sind deine Erfahrungen? Ja, zunächst einmal kann ich das bestätigen, was du sagtest, dass immer mehr zu AgilCare Pro greifen, sich, sagen wir mal, ich würde mal sagen, innovative Technik zur Körperpflege aneignen. Das freut mich sehr. Und ich muss auch sagen, noch mehr freut mich das Feedback, was mich erreicht, nämlich wie stolz dann die Anwenderinnen und Anwender mir berichten, wie gut sie mit den Schwierigkeiten zurechtgekommen sind, wie gut sie ihre Lebensqualität verbessern konnten im Kampf gegen kleinere, leichte, aber auch schwere Erkrankungen. Ja, aber warum ist das so, dass das zunimmt auf dem Gebiet und eigentlich sollte man erwarten, dass mehr Ärzte, Ärztinnen, Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen das einsetzen und anbieten? Das ist in dem Maße wirklich so, dass es auf dieser Seite der Profis, der medizinischen Profis, nicht so stark steigt die Nachfrage und die Anwendung wie, ich sag mal, bei der Bevölkerung, also bei den medizinischen Laien. Ja, ich denke, da ist Folgendes dahinter. Das hängt mit unserem Gesundheitssystem zusammen. Wir haben also eine rasante Entwicklung weltweit auf dem Gebiet der Entwicklung des medizinischen Wissens. Wenn man so alle 5 Jahre, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, alle 5 Jahre eine Verdopplung des medizinischen Wissens, also sagenhaft, dann die Kurve hochgeht, das Wissen zunimmt und dem kommen unsere Leistungssysteme überhaupt nicht nach. Das heißt, die Methoden haben keinen Einzug in die Leistungssysteme der gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Somit hängen die hinterher und leider hängen sie auch hinterher, gerade bei der Einführung von Methoden, die ohne Risiken und Gefahren sind. Und auch noch bei den Methoden, die kostenreduzierend sind. Das hängt damit zusammen und das ist das typische Ergebnis, wenn man sich darauf einlässt, wie es in Deutschland ganz deutlich ist, dass das Gesundheitssystem auf Profit orientiert ist. Haben also Ja, solche Methoden. Werner, ganz kurz, das habe ich schon soweit verstanden. Trotzdem ergibt sich für mich dann die Frage, fühlen sich denn die Firmen, Einrichtungen, auch die Privatpersonen, die sich für AgilCare Pro entscheiden, fühlen die sich alleingelassen vom bestehenden oder existierenden medizinischen System? Ist es dann so eine Situation, wo sie sagen, okay, da wird mir nicht geholfen, da kann mir nicht geholfen werden und ich will selber schauen, wie ist das sozusagen in den Gesprächen mit deinen Kunden? Ja, weitestgehend ist das wirklich so. Wenn es eben üblich ist, dass ich mit Bluthochdruck, mit Infektionserkrankungen oder mit Krebs oder anderen Erkrankungen, Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat mich an die Leistungsträger wende, der Leistungserbringer heißt es ja so schön, dann wird einfach von dem Arzt, der Ärztin oder Heilpraktikerin wird in das Fach gegriffen und werden Medikamente verschrieben. Aber das hilft ja, wie wir wissen, bei weitem nicht weiter. Wir haben ja vor einiger Zeit mal, ich glaube, das war im letzten Interview, haben wir über die Borrelieninfektion gesprochen. Ja. Und da wird eben darauf reagiert, wenn jemand so etwas vermutet oder bei jemand so etwas diagnostiziert wird, wird darauf orientiert, Antibiotika. Obwohl die Wissenschaft längst weiß, dass das nicht helfen kann, beziehungsweise dass es nur Resistenzen erzeugt. Oder wenn jemand mit Bluthochdruck kommt, dann werden Medikamente verabreicht, Blutdrucksenkende, und die Bevölkerung weiß längst und die meisten wissen längst, dass es Folgeerkrankungen, schwere Nebenwirkungen
zu diesen blutdrucksenkenden Medikamenten gibt. Also ist das Vertrauen nicht mehr so groß in der Bevölkerung? Ja, na, trotzdem, wir haben doch ein durchgehendes medizinisches System. Das ist einfach so, ich habe Allgemeinärzte, ich habe Spezialärzte. Eventuell ist es auch ein Problem, Termine zu kriegen, aber der größte Teil fühlt sich doch gut versorgt. Und es ist doch auch, sage ich mal, im Bereich der Kassenpatienten, bei den Privatpatienten ist das sogar noch effektiver. Ich gehe zum Arzt, reiche meine Karte rüber, da wird mir geholfen. Das ist doch eigentlich super. Also warum sollte ich mich dann in diese andere Richtung bewegen? Und wenn die Anfragen auch bei AgelCare Pro zunehmen, ist das wirklich die Unzufriedenheit mit dem existierenden System? Oder merken die Betroffenen immer mehr Nebenwirkungen? Was sind denn da deine Erfahrungen? Also meistens kommt es gar nicht so weit. Die merken es eigentlich schon viel früher. Das ist eine Frage des Standpunktes. Natürlich kann ich sagen, wir haben ein wunderbares System. Alle fühlen sich gut versorgt. Ich kann auch sagen, unser Wirtschaftssystem in Deutschland ist so toll. Es gibt überhaupt keine Probleme. Aber wieder zurück zum Gesundheitssystem. Erst wenn es einen betrifft, nehmen wir doch mal an, wir haben Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Mhm. Zum Beispiel Knieschmerzen, Gelenkschmerzen. Gehen zum Arzt, wie sich das gehört. Und dann sehen wir doch, wie schnell das Repertoire aufgebraucht ist. Und ich bin noch gar nicht zufrieden. Ich habe weiterhin Schmerzen, ich habe weiterhin Einschränkungen. Ich habe vielleicht sogar zusätzlich die Nebenwirkungen der Medikamente, die mir verschrieben werden. Oder sehen wir uns doch an, wie es aussieht aus dem Gebiet Krebstherapien. Da sind Wahrscheinlichkeiten des Erfolgs bei der herkömmlichen Behandlung von um die 2%. Wendest du dich an jemanden, wenn du ein Problem hast, mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 2%? Oder sieh dir viele andere Dinge an, die dich erreichen, wenn du Herz-Kreislauf krank bist, was dann dort getan wird. Oder eine Infektionserkrankung, da sprach ich schon wegen der Borrelien. Also, wenn man den Standpunkt einnimmt, und den sollte man dabei einnehmen, eines Betroffenen, dann merkt man ganz schnell, dass es dort große Defizite gibt und auch im Trend. Wir haben ja nicht, trotz der vielen Aufwendungen in personell, die vielen Milliarden, die in die Forschung gesteckt werden, die vielen Milliarden, die bei der Pharmaindustrie landen, haben wir nicht einen Trend, dass wir weniger Erkrankungen haben, sondern deutlich, das müssen auch die Apologeten dieses Systems zugeben, denn die Zahlen, die verbergen das nicht, haben wir eine Zunahme bestimmter Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, und kein Zurückweichen. Und in dieser Situation immer von dem Standpunkt ausgehen, den jemand hat, der betroffen ist, sagt er sich, was kann ich selbst tun? Und wenn der erst einmal erkannt hat, dass ihn sowieso kein fremdes Wesen, also kein Arzt, kein Heiler heilen kann, sondern er muss sich selbst heilen. Sein Organismus muss gestärkt werden, dass er sich heilt. Beziehungsweise, wenn wir wieder auf AgelCare Pro zurückkommen, die Gegenkräfte, die gegen den Erfolg des Abwehrsystems, gegen den Erfolg des Immunsystems sind, wenn wir die also mit so einfachen Mitteln, einfacher Körperpflege, wenn wir diese schwächen können und ich dabei überhaupt kein Risiko eingehe, dann sehe ich doch dort eher Erfolg. Also ich will ein Beispiel nennen aus den letzten Tagen. Ein Anwender hat mir berichtet, der sich ein AgelCare Pro mit dieser Hoffnung, über die wir gerade gesprochen haben, zugelegt hat und hat fleißig das eingesetzt. Was war der Grund für ihn? Er hat eine Schädigung im Hirn, eine fortschreitende Schädigung, die zu Ataxie führt. Und die Ataxie nicht nur beim Laufen, also das betrifft alle Muskeln scheinbar, beim Laufen, beim Atmen, beim Sprechen, beim Bewegen der oberen Extremitäten, hat er ganz, ganz große Probleme und zunehmend schlecht. Was kann ihm geboten werden in unserem Gesundheitssystem? Eigentlich nichts. Es ist eine Erkrankung im Stammhirn und man sagt dann immer, da kann man nichts tun. Bei wie so vielen, vielen Erkrankungen sagt man, da kann man nichts tun. Jetzt wissen wir aber, dass jede Erkrankung mit dem Befall von Parasiten zusammenhängt. Und nicht nur ursächlich, sondern es ist eine Symbiose zwischen diesen Parasiten und der Erkrankung, die wir mal in dem Falle bei dem Betroffenen Ataxie nennen. Wenn wir es schaffen, diese Parasiten zu eliminieren, zu liquidieren, dann hat der Körper eine Chance. Und
Jetzt nochmal auf diesen Anwender zurückzukommen, der übrigens schon lange unter dieser Erkrankung leidet, er ist 76 Jahre alt. Der hat also zwei Versuche gemacht mit meiner Beratung, Anwendung, jeweils 30 bis 40 Minuten, die haben nichts gebracht. Aber der dritte Ansatz, das dritte Frequenzmuster, was wir gemeinsam dann herausgesucht haben, hat er versucht und hat sofort sehr gute Erfolge gehabt. Und in den nächsten Tagen hat er es dann täglich eingesetzt. Mit diesem sogenannten dritten Frequenzmuster kommt er sehr gut zurecht. Er kann wieder ganz gerade auf einer Linie laufen. Das ist eine objektive Prüfung, ob er auf einer Linie laufen kann. Das konnte er vorher überhaupt nicht. Er kann wieder schreiben. Das konnte er vorher überhaupt nicht. Und das eben unmittelbar nach der dritten Anwendung. So, dieser Mensch, was soll denn der anders empfinden als ein Glück und dass er diese Möglichkeit genutzt hat? Und wenn das die hundertste Test gewesen wäre, wenn er erst erfolgreich geworden wäre, wäre es auch gut gewesen. Und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er täglich diese Anwendung machen muss. Was ich nicht glaube, aber das wäre das Schlimmste. Und was ist daran schlimm? Nichts. Werner, das ist super. Danke für dein Beispiel. Zurückzukommen auf unser ursprüngliches Thema, medizinische Laien, Firmen, Einrichtungen und auch der geschilderte Fall. Ich denke mal, der ältere Herr ist auch ein medizinischer Laie. Absolut, ja, weil er Bleibt ist Ingenieur, ne? im Raum die Frage, aus deiner Erfahrung, was ist die Motivation der medizinischen Laien, der Firmen und Einrichtungen, sich für AgilCare Pro zu interessieren, mit dir Kontakt aufzunehmen? Was ist die Motivation? Das ist eigentlich genau dieselbe Motivation, wie wenn jemand in den Supermarkt geht oder in eine Drogerie und sich eine neue Zahnbürste kauft. Mit der Zahnbürste wehrt er sich auch gegen den Angriff von Parasiten und erhält seine Gesundheit. Und ähnlich ist es hier. Hier wendet er sich an mich, weil er eine Vorstellung hat, dass ihm das helfen kann, also sagen wir eine Hoffnung hat. Des Weiteren ist es so, er hat mit den Handlungen mit AgilCare und AgilCare Pro keine Risiken verbunden, keine Gefahren, keine Folgeerkrankungen. Und das Dritte ist, er kann das alles für einen relativ niedrigen Preis haben. Okay. Ist die Motivation dann, okay, ich kann erstmal nichts falsch machen, ich füge mir keinen Schaden zu und ich habe die Hoffnung, dass es wirklich funktioniert und mit einer, soweit ich das kenne, auch aus persönlichen Gesprächen mit Betroffenen, ist ja die Erfolgsrate sehr, sehr hoch, was ich ganz, ganz toll finde. Das ist fantastisch. So wie ich das sehe, die Motivation, also sich mit den Befindlichkeiten der Erkrankung eigenständig zu beschäftigen. Was mir oft gesagt wird, deine Informationskanäle findet man ganz, ganz, ganz toll. Deine Webinare, auch die entsprechenden Datenblätter und Informationen, um sich da erstmal reinzulesen, reinzuhören, ein Gefühl aufzubauen und dann zu sagen, ja, ich will es so. Vielleicht in der Zusammenfassung, so wie ich das wahrnehme, scheinbar bei Firmen, Einrichtungen, auch Privatpersonen gibt es schon mehr als eine Tendenz, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auch außerhalb des konventionellen Medizinbereiches. Was kann ich für mich, für meinen Körper ohne schädliche Nebenwirkungen tun? Wie gehe ich dort vor? Die Informationsvielfalt ist ja gewaltig, vor allen Dingen auf deinem Portal. Das sind fantastische Wege. Das ist scheinbar auch die Motivation für die Interessierten, sich damit zu beschäftigen. Es kommt noch zusätzlich der Aspekt des Budgets, die Kosten für AgilCare Pro, wie heißt es so schön, bringen niemanden um. Und wenn ich die Hoffnung habe, meine eventuell auch schon jahrelangen, jahrzehntelangen Leiden zu mindern, beziehungsweise loszuwerden, sind das ganz fantastische Aussichten. Ich finde das sehr, sehr gut und bedanke mich für deine Ausführungen, für deine Hinweise.
Die nächsten Webinartermine findet man auf deinem Portal, was auch entsprechend nochmal eingeblendet wird. In den Gesprächen, auch hinsichtlich unserer Interviews, habe ich immer wieder auch die Frage gehört, was kann ich tun, was muss ich veranlassen, so vom Gefühl her bei der Anwendung von Agile Care, weichen die Parasiten nicht. Das heißt, ich kriege das irgendwo nicht in den Griff. Das ist für mich eine ziemlich große Frage, ein ziemlich großes Thema. Das würde ich gern in unserem nächsten Interview gemeinsam mit dir besprechen und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufbereiten, um dort auch entsprechende Hinweise parat zu haben. Wäre das so in Ordnung, Werner? Lass mich, das stimme ich dir absolut zu und da freue ich mich auch schon drauf, dass wir so vorgehen. Aber lass mich noch eine wichtige Anmerkung machen, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich mit Agile Care oder Agile Care Pro nicht heilen, sondern wir machen eine Körperpflege, so wie das eben beim täglichen Zähneputzen, beim Haarekämmen, beim Duschen, beim Waschen der Fall ist. Ich will auch keinen ursächlichen Zusammenhang herstellen zwischen der Anwendung von Frequenzmustern Agile Care Pro und Agile Care bezüglich der Beseitigung von Erkrankungen, sondern ich will nur einen Zusammenhang darstellen auf die Parasiten. Wir richten uns mit unseren Handlungen gegen die Parasiten. Wir bringen sie wieder in Balance und nur aufgrund dessen ist unser Abwehrsystem, unsere körpereigenen Kräfte sind ausreichend in der Lage, dann meistens zum Glück ausreichend in der Lage, dann mit der Erkrankung fertig zu werden. So ist der Zusammenhang zu sehen. Und dass natürlich, dass bei der Vielzahl der Anwendungen, die Agile Care Pro und Agile Care haben, und täglich kommen neue dazu, der Laie, insbesondere der Laie, der das anwenden möchte, vor eine große Aufgabe gestellt ist. Die lautet einfach, was soll ich denn jetzt anwenden? Was ist das Richtige für mich? Ja. Dass das allein gelassen bleibt. In dieser Position haben wir also bestimmte Instrumente in Gang gesetzt. Es gibt also, wie du sagst, diese Informationen über das Portal. Es gibt montäglich einen Workshop für die Anwenderinnen und Anwender, an dem sie teilnehmen können. Und wenn sie nicht teilnehmen können, bekommen sie trotzdem die Informationen und können sogar dann noch Fragen einblenden. Wir haben ein Forum aufgebaut, wir haben ein Ticketsystem und auch einen engen Kontakt der Anwenderinnen und Anwender zu mir, wenn sie Fragen haben, zum Beispiel per Telefon oder per E-Mail. Und da haben wir bisher eine Situation aufgebaut und ich denke, es ist ganz wichtig, die zu erhalten, dass sich jeder Anwender, jede Anwenderin eng betreut fühlt und unterstützt fühlt, mit dem Ziel, dass wir noch effektiver mit Agile Care und Agile Care Pro arbeiten können. Alles klar, Werner. Vielen Dank nochmal für die abschließende Darstellung deiner vielfältigen Informationskanäle. Auch nochmal danke für die Darstellung der fachlichen Korrektheit zum Thema Parasiten und Körperpflege. Wenn da bei mir das ein oder andere Wort reingerutscht ist hinsichtlich der Heilung, ich empfinde es einfach so. Auch ich bin ein medizinischer Laie. Es ist natürlich korrekt, Körperpflege und Parasiten dort in einem direkten Zusammenhang zu sehen. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich freue mich auf unseren nächsten Interviewtermin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das soll es wieder für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Danke, Werner. Auf Wiedersehen.